willkommen zu einem Info-Video. Ich brauche Rat und eure Meinungen, denn ich habe ein bisschen verkackt in zwei Aufnahmen, was ziemlich problematisch ist, denn es handelt sich um, wie ihr im Titel ja sehen könnt schon, um Beholder. Da hatte ich euch ja erklärt, dass das Spiel automatisch speichert und ich deswegen ja auch keine alten Speicherstände aufrufen kann, denn der speichert ja immer automatisch und immer drüber und ich kann halt immer nur fortsetzen an der Stelle, wo wir gerade sind. So, jetzt habe ich ja immer darauf geachtet, dass ich so spiele, dass, beziehungsweise mal aufhöre, dass ich neu starten kann und pipapo, dass halt alles so hinkommt, ohne dass ihr was verpasst. Jetzt habe ich in den letzten zwei Aufnahmen allerdings vergessen, darauf zu achten, wie mein Aufnahmeprogramm auch das Bild aufnimmt. Ja, ich habe zwar darauf geachtet, dass der Ton gut ist, weil in den letzten Folgen fand ich meine Stimme sehr leise und den Sound so laut, habe aber vergessen darauf zu achten, dass das Bild halt auch in kompletter Auflösung, ich weiß, ich bin in Technik echt schlecht, ne? Ich habe keine Ahnung, volle Auflösung gezeigt wird, keine Ahnung. Jedenfalls ist das so oll, denn es ist so viel passiert in diesen zwei Folgen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da sind dramatische Dinge, dramatische Ereignisse sind da passiert. Und es ist quasi eine Stunde Videomaterial fast. Ja, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde ungefähr. Also es sind halt zwei Folgen, ne? Und man sieht halt immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob man das so... Wenn ihr das jetzt hier im Ganzen seht und das mein Bild wäre, sieht man leider aus dem Spiel immer nur so, sagen wir mal, so den Teil. Das ist so schwierig. Ne? Diesen Teil sieht man nur. Und den Rest sieht man halt hier so nicht. Oh Gott, dieses Spiegel verkehrt mich, ich bin wirr. So, das sieht man halt nicht. Jetzt ist die Frage, weil ich kann jetzt nicht mehr zurück an den Punkt neu anfangen, wo ich gewesen bin. Denn ich habe ja gerade erklärt, ne, mit dem automatischen Speichern ist das immer kacke, wenn man keine zusätzlichen Speicherpunkte anlegen kann. Jetzt ist die Frage, wollt ihr die zwei verkackten Aufnahmen trotzdem sehen? Also ich kann sie trotzdem hochstellen, aber es wird natürlich total kacke sein, sie zu schauen. Aber ihr könnt dann vielleicht so ein bisschen durchseppen und ein bisschen hören, was passiert ist. Denn es ist halt wirklich viel passiert. Wenn ich jetzt einfach nochmal neu aufnehme und neu starte, quasi ab dem Punkt, wo wir jetzt sind, werdet ihr euch sonst wundern, dass da ja was fehlt. Ich würde nicht zu viel vorwegnehmen und nicht zu viel verraten, dann ist die Spannung halt weg. Deswegen einfach an dieser Stelle bitte eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob es euch sehr stört, wenn ich die zwei Folgen trotzdem hochlade und ihr, wie gesagt, das so ein bisschen einfach überspringt und an die wichtigsten Stellen geht oder ich euch einfach im nächsten Video, also wenn ich ein Beholder neu aufnehme, also weitermache an dem Punkt, wo ich jetzt bin, weil das geht's ja nicht, dort einfach vorab erkläre, was in den letzten Folgen passiert ist. Das könnte ich natürlich auch machen. Ja, ihr habt ein paar Tage dann Zeit dafür, das zu entscheiden. Ich gucke einfach, wer was geschrieben hat. Wäre auf jeden Fall super, wenn ihr da eure Meinung zu sagen könntet. Denn die Folge wird jetzt hier auch, also mein Infovideo wird jetzt wahrscheinlich auch schon bedeutend eher kommen. Denn ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, ne? Ihr wisst ja, noch ist Maus da drin, ne? In meinem Bauch. Noch habe ich Zeit aufzunehmen und ich versuche ja vorzuproduzieren so ein bisschen, dass ich für die ersten paar Wochen noch genügend Material zur Verfügung habe für euch. Ja, deswegen wird jetzt wahrscheinlich dieses Infovideo ein, zwei Folgen eher rauskommen wie in die Folgen, die es eigentlich betrifft. Oh Gott, ich kann nicht gut erklären. Ich hoffe, ihr versteht, was und überhaupt ich hier meine. Ja, das war's auch schon. Ich will es gar nicht zu lang werden lassen. Bitte eure Meinung in die Kommentare reinschreiben zu Beholder, zu den beiden verkackten Folgen. Ne, soll ich sie jetzt onstellen trotzdem oder soll ich einfach weitermachen, so wie ich jetzt bin und vorab nochmal erklären, was passiert ist. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für euer Gehör und für eure Meinung und man hört, liest sich. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, macht es gut, tschüssi.